Weißt du, ich muss halt, am Anfang ging ja gar nichts. Jetzt müssen wir mal gucken, jetzt versuche ich spielen, da. Ja, genau. Also ich habe jetzt, ja, über 100 Frames ist schon mal gut. Alles was flüssig ist, ist gut. Gut, der 150 hast. Genau. Sieht gut aus, oder? Halt, ich bin so. Ja, ja, natürlich. Nee, nee, Maustastatur. Also geht, hä? Und es und ruckelt nicht, oder? Alles gut? Alles top. Nö, bis jetzt geht's gut. Nee, nee, tipptopp. Und ich habe auch super Ding Anzeige auf. So muss es sein. Was soll denn das, Alter? Wie Mittelalter. Hey, perfekt. Ich habe auch alles eingestellt, weißt du? Alerts und das und. Ganze Scheiße schaltet und sieht schon, alles funktioniert. Nee, sieht gut aus und flüssig. Ja, ja, ich habe das jetzt auf OBS. Ich mache hier mal bloß kurz das Sound, ob das alles passt. Achso, ja, ja. Ja, gut, ich bin jetzt gleich wieder im Spiel. Ja. Wir haben bestimmt 20 Leute entfollowed, wenn ich die ganze Zeit an- und ausmache, das Stream. Ja, das sind nur noch 142. Genau. Ich switch nicht ab. Du, ich weiß noch nicht. Ich bin echt nicht sicher, vielleicht hole ich sie nächste Woche irgendwann, aber. Ja, muss aufpassen, noch 6 Tage hast du Zeit. Echt? Wie kommst du auf 6 Tage? Bei mir stand 12, glaube ich. Nö, meiner E-Mail steht 6. Ja, dann hätten sie extra so gemacht. Ich will auf alles. Warte, Bestellung. Ihre Ware liegt ab sofort 6 Wochentage für Sie zur Abholung bereit. Ja, klar. Krass. 6 Wochentage stand inklusive Samstag und Sonntag, oder? Ja, sonst wird Werktage drin stehen. Mhm. Ja, das ist auch nicht blöd. Weißt du, die wollen halt auch das Ding verkaufen, ist ja klar. Ja, ich hole die wahrscheinlich morgen. Auch da bei dem Saturn. Okay. Hörst du Sound, oder? Und vor allem mein Mikrofon, mein neues? Ne, ich warte noch bis zum Game, bis ich noch einmal im Laptop bin. Ja, ich bin im Game. Achso, jetzt. Synchronisch nur bei mir noch nicht. Jetzt, ah, gut, es gibt ein bisschen jetzt. Lag, aber. Ja, gut, 5 Sekunden, 4 Sekunden Lag, das ist völlig normal. Ich bin in Montana, wo nach 2 Sekunden Lag schon abkotzt, aber jetzt versuch ich es. Ja, also dein Bild und euer Webcam ist passt, das passt, schieß mal. Ja. Schlecht. Ja, das passt alles. Okay. Ja, ist ja gut. Guck mal, ich weitermachen. Sauber. Hat sich gelohnt, die Scheiße, Mann. Ja, Mann. Weil jetzt habe ich echt 100. Ja, weißt du, das war echt nervig, ey, mit dem ganzen Frame Drop und Scheiß. Jetzt ist alles perfekt. Ja, also ich in der Statistiken ist immer so, ob der Frame Drop sah schon, weil. Ja, ja. Herbekommen. Sowieso. Also alles ist weiß gerade, aber wenn es irgendwann schlechter wird. Und ich würde auch nichts mehr ändern jetzt an dem ganzen Scheiß, weil sonst bricht es irgendwie zusammen, weißt du. Siehst du, hey, die kleinste Einstellung verändert schon alles. Das ist echt verrückt. Ja. Ein einziges Geld wirklich gar nichts mehr. Ja, genau, und das ist ja das Verrückte. Aber ich finde ansonsten, hey, ohne Witz, echt wunderbar. Sehr nice. Kannst vielleicht die Qualität noch ein bisschen höher schrauben, wenn du jetzt keinen Moment auf Verzögerung. Ja, die Frage ist. Bessere Qualität einstellen, aber sonst schon passt es echt schon. Also ja. Ist schon gute Qualität, aber da kann man vielleicht noch besser quasi machen. Ja, guck mal, wenn bestimmt. Du schon einen Streaming-PC hast, kann der eigentlich rein. Guck mal, du siehst ja jetzt quasi. Ich stehe gerade da. Guck mal, ja. Hier, ich habe Renderauflösung bleibt natürlich, aber hier Bildsync, also das V-Sync ist deaktiviert. Streaming-Qualität ist noch, ja, Texturauflösung ist hoch. Guck mal, anisotropische Texturfilter hoch, Partikelqualität ist hoch. Den kann ich ruhig eigentlich schon machen. Also, was denn? Servus, Fabi. Die Frames auf 120 oder so kannst du ja eigentlich machen, oder 140, dann muss ich nicht 150 immer rausballern. Und im Hauptmenü wahrscheinlich auch die Frames so auf 40 runter. Ja, gut, ich hab. Menü scheiß drauf, ich hab den Grafikkarte. Ja, aber wo kann ich das einstellen, weil ich hab hier die schon verschlossen. Das
sind gerade auf Einstellung. Eigene Begrenzung der Bildwiederholfrequenz muss auf erweitert. Okay. Ah, aber ich. Nee, aber ich habe nicht mehr wie 119, weißt du? So, okay. Ah, Monitor kann nicht mehr. Aber warum hast eigenes Menü, Bildwiederholfrequenz hast du eingestellt, aber du hast 130 FPS im Menü. Verstehe nicht. Ja gut, ist halt unbegrenzt, aber mein Monitor kann halt nicht mehr wie 119. Feind hat die Hälfte geschafft, leg einen Zahn zu. Nee, ich war nicht beim Friseur. Fabi. Das sind sogar Leute online, ne? Unfassbar. Obwohl ich so lange mit da war. Ja, jetzt haben wir es endlich hinkriegt, hey, mit dem PC. Das war einmal Malheur. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Nee, ja. Das ist wie mal in Ruhe weit. Dann wird du jetzt mal da Röhre auflegen. Alles klar, dann hört man sich. Danke, gerne. Ja, bis dann. Jo, bis dann. Nichts macht. Nichts zu danken. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, jetzt hätte ich. Ich bin echt froh, dass es endlich mal läuft. Ich habe jetzt seit Tagen probiert, Fabi, und alle, die jetzt zugeschaltet haben, dass es mal läuft. Und jetzt habe ich endlich mal einen nicen PC-Stream. Das ist jetzt PC mit 105, fast 160 Frames und ich habe keine Abbrüche, nichts. Und es wird echt so übertragen. Und das liegt daran, Fabi, ich zeig's dir mal kurz. Die Kamera ist, die hängt zwar ein bisschen, aber das liegt wahrscheinlich am Rechner, weil alles angeschlossen ist dran. Muss ich mal gucken, wie ich das löse, das Problem. Aber es geht, finde ich. Ich habe den zweiten PC dran. Das ist der Streaming-PC und jetzt wird mein Gaming-PC überhaupt nicht mehr belastet. Und das ist das mein Ziel gewesen. Und jetzt können wir nämlich auch nice PC-Games zocken, Horror und so weiter. Und da freue ich mich schon echt super, mega mäßig. Ja, Fabi, lange war ich nicht mehr da. Hoffe, bei dir alles okay. Soweit. Genau. So. Das ist der Streaming-PC, wo das so schön leuchtet. Das Problem ist leider, dass die Kamera, obwohl es geht eigentlich im Stream, ist gar nicht so wild. Ist mir gerade so aufgefallen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ich dachte, ah, es ist Ferien, sehr schön. Ich dachte, es sieht schlimmer aus über die Kameraqualität, aber es geht eigentlich. Ist eigentlich gut, sehe ich gerade. Genau, aber das Coole ist einfach, dass es jetzt läuft. Das sieht echt. Perfekt, keine Abbrüche. Das war so easy, sag ich schon, so krass, ey, bis ich das mal hinkriegt hab. Ja, da wartet er auf mich, ja? Ferien ist immer gut und ich habe Wochenende, da bin ich auch echt Gott froh. Das tut auch gut. Endlich kann ich mal so zocken, wie wenn ich nicht streame. Wisst ihr, was ich meine? Wie wenn OBS alles aus wäre und ich habe trotzdem meine vollen Frames. Aber ich muss sagen, jetzt läuft es noch besser. Jetzt ist ja heute ein Update rausgekommen. Mit über 30 GB. Wir sind jetzt in der Season 6. Wenn ich mich nicht verlesen habe, bei Call of Duty. Und es hat nochmal ein bisschen die Grafik gepusht, die Framezahl, habe ich gemerkt. Also bei 170, 180 bin ich jetzt. Wahnsinn. Genau, und jetzt habe ich mir noch so ein USB-Hub geholt. Das heißt, die Tastatur und Maus vom Streaming-PC wird dann verschwinden. Dann habe ich nur noch eine Tastatur, so wie es sich gehört, und eine Maus. Und dann werde ich da hin und her switchen. Zwischen Streaming-PC und Gaming-PC.
Den Sound habe ich auch übergeholt. Habe jetzt auch ein Update und so habe ich mir LEDs für meinen Tisch gemacht, aber die fallen ständig ab. Hast du einen Tipp, wo man die gut dran bekommt? Ja, bei mir ist das komplette Nanoleaf abgeflogen. Kannst du es vorstellen? Abgefallen, richtig auf dem Boden. Ich dachte, das war's, ich kann sie gleich nochmal bestellen. Aber Gott sei Dank ist gar nichts kaputt gegangen. Wirklich nichts. Und dann habe ich mir, jetzt wirst du lachen, Montagekleber geholt. Also damit kannst du echt, ja, das Wort sagt schon Montage, damit kannst du Schränke an die Wand kleben. So krass stark ist das. Und da habe ich mir immer wieder so ein paar Tüpfelchen drauf gemacht an die Wand und ich glaube, jetzt ist es bombenfest. Nach 24 Stunden ist es wie Zement. Und das, ja, bin jetzt auch happy, dass ich es so gemacht habe. Ich kann die Kamera leider nicht zeigen, die andere, die ist nämlich nicht angeschlossen, weil ich einfach keinen USB-Steckplatz mehr habe. Witzig, oder? Ich warte, morgen kommt ja mein Hub. Dann habe ich wieder ein paar Plätze frei. Ja, google ruhig. Einfach Montagekleber. Mann, ist das geil, hey. Das ist echt einfach so funktioniert, ohne Abbrüche, ohne nix. Ja, keine Ahnung. Muss mal schauen, was die Eltern so sagen. Sehr, sehr nice. Was wir jetzt auch noch testen werden, ist ja klar, wenn wir schon den Stream angemacht haben. Deshalb habe ich es auch unter Just Chatting, weil wir jetzt einfach mal ein bisschen rumprobieren. PlayStation. Denn das wäre echt schlimm, wenn ich die PlayStation nicht mehr nutzen könnte. Und deswegen habe ich mir echt zwei verdammte Elgato-Karten reingeklatscht. Also in jeden PC ein. Und natürlich streame ich trotzdem über den Streaming-PC. Ich erzähle einfach ein bisschen, was ich so für Malheurs gehabt habe in der letzten Zeit. Das ist also ein bisschen psychologische Verarbeitung für mich. So, jetzt, was mache ich denn hier? Genau, 4K Capture Utility. Auf geht's. Ich habe da schon mal Heißkleber dran gemacht. Panzerband, normales Klebeband und Kleber aus der Schule. Ja, okay. Hey, ganz ehrlich, ich hatte am Anfang ganz normal diesen Sekundenkleber drauf gemacht und das war halt scheiße, weil da ist alles abgefallen. Und ich habe ja Rauffaser, das kommt ja noch hinzu. Rauffasertapete, das ist das Schlimmste, was du haben kannst, wenn du irgendwas kleben willst. Aber mit diesem Montagekleber, das ist ja wirklich wie Silikon. Weißt, oder wie, keine Ahnung, ja. Echt wie Silikon und es klebt dann ultra krass. So, jetzt schauen wir mal. Bitte, 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 hoffentlich funktioniert alles. Weil das wäre echt übel, wenn jetzt, also PlayStation muss funktionieren. Das war ja mein Ziel. PlayStation funktioniert, PC funktioniert. Und es sieht echt bombastisch aus. Ja, ich bin so happy jetzt, dass mein PC endlich mal die volle Leistung zeigen kann. RTX 3080 ist drin und trotzdem ist es echt scheiße, wenn man auf einem PC streamt und gamet gleichzeitig. Das mache ich auch nie wieder. Das war halt der Amateurfehler, wenn man es nicht besser weiß. Hä, was mache ich denn? Super, perfekt, gell Fabi, denke ich auch. Mann, und wenn morgen mein Hub da ist, der Switch, das, also, weißt du, dann bin ich noch besser drauf. Weil dann kann ich auch endlich meine zweite Kamera oder dritte Kamera wieder installieren oder einstöpseln und dann ist es wunderbar. Sehr, sehr cool. So wie es sein muss. Thank you.
Jetzt hat noch ein Kumpel kurz geschrieben. So, ich habe meine heutiges Fortnite-Update gemacht und habe seit Sommer nicht mehr gespielt. Ja, das ist cool, dass du wieder gezockt hast oder ein Update drauf geklatscht hast. Schau mal, Fabi, wie alles läuft. Und Sound ist aber da, oder? Ja, Sound ist aber da. Super. Ich habe mir einen Endstörfilter reingeklatscht, weil der Sound hat richtig geknistert, weil ihr müsst euch vorstellen, das geht ja vom einen Rechner in den anderen als Quelle. Alles, was der Streaming, der Gaming-PC quasi von sich gibt, fängt der Streaming-PC auf und da gab es echt ein Problem. Es hat geknistert, hey, wie ein Funkgerät aus dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt mit dem Endstörfilter ist es der Oberhammer. Dass es so gut funktioniert, hätte ich gedacht. Muss ich echt sagen. Alles bombastisch. Dann gehen wir mal rein ins Game und gucken wir mal. Keine Abbrüche, alles funktioniert wunderbar. So. Ah, was man sieht, ist die Maus, okay. Aber gut, ist ja auf dem Bildschirm. Okay, oh mein Gott, die Verzögerung ist auch minimalst, also auf dem Dings, aber nee, eigentlich gibt es überhaupt keine Verzögerung. Ich meine jetzt nicht Stream, sondern hier, weißt du, im OBS-Studio. Also, ey, also die Karte ist der Oberhammer. Ich habe die 60, die externe geholt und die ist mal wirklich krass gut. Das hätte ich nicht gedacht. Also, ich würde sogar behaupten, dass die besser ist oder besser funktioniert als die interne Dings Elgato. Karte. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ist echt so. Die externe ist echt geiler. Unbelievable, ey. Die Lichter habe ich ein bisschen dunkel gestellt, falls ihr euch fragt. Sag mal, Fabi, wie lange habe ich jetzt mehr gestreamt? Locker zwei Wochen, oder? Das ist ja brutal, ja, fast verlernt, wie das geht. Ja, aber das war. Glaub mir, bis das alles. Jetzt, das sieht so einfach aus, gell? Das sieht so einfach aus, wenn alles miteinander funktioniert, aber bis ich das hinbekommen habe. Junge, 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 sag ich euch. Das Gute ist, hinterher ist man immer schlauer. Das heißt. Beim zweiten Mal würde ich wahrscheinlich nur ein Viertel der Zeit brauchen. Aber man lernt halt so. Learning by doing heißt doch immer. Und das passt echt sehr gut hier. Dings ist rausgekommen. Far Cry 6. Jetzt ist die Frage. Und ich war heute echt im Mediamarkt und hab's vergessen, gell? Das ist doch geil, oder? Hab die Karte geholt und hab echt vergessen, dass das Game. Oder ist das Game nicht raus? Doch, das Game ist raus, oder? Scheiße, Mann, ich muss mal gucken. Siehst du, und das wäre jetzt geil, wenn ich die Switch hätte. Dann könnte ich jetzt auf die andere Tastatur. So muss ich immer rüber. Das ist ja voll behindert. Ach, scheiß drauf. Ich guck jetzt nicht. Vielleicht kannst du gucken, Fabi, wenn du Bock hast, ob Far Cry 6 schon draußen ist.
für PlayStation 5. Gut, jetzt ist eh schon rum, jetzt ist ja gleich 8. Oh, geil. Ja, das war jetzt gerade ein Witz, egal. Das war jetzt kein konzentriertes Spielen, sondern einfach mal ein bisschen testen. Genau. Das Tolle ist, ich habe auch schon Fortnite auf dem PC probiert. Ist auch geil. Gibt es noch? Also, du meinst, es ist schon raus, oder was? Das ist noch, gibt es mir klar, aber, oder was meinst du, Fabi? Warte, ich guck jetzt mal kurz. Zack. So, perfekt, perfekt. Jetzt gucken wir mal. Free, das wollte man nicht. Aha. Oh, schaut mal. Das kostet echt schon 51,99. Weil für PlayStation... ganz einfach und gucken einfach auf Amazon, oder? Kostet für PS5. Gut, das ist die Edition. Sag mal, gibt es auch eine normale? Wollen die mich verarschen oder was? Hä? Sag mal, die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass es nur die Deluxe-Version gibt. Guck mal. Kann doch nicht sein. Witzig. Ah, hier. 75 Euro. Holy shit. Also wenn deshalb teuer ist, dann weiß ich auch nicht. 75 Euro. Oder man zahlt 52, ja gut, klar, ist halt PC. Aber jetzt wäre es echt mal eine Überlegung wert, das Game vielleicht echt für PC zu holen, um einfach mal die Grafikkarte ein bisschen auszutesten. Mit Maus und Tastatur ist es bestimmt auch nicht schlecht, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe allgemein keinen Bock auf das Game. Weil ich habe irgendwie... Far Cry Teil jetzt auch so den ersten nie richtig gefeiert, hey, weiß nicht, wie es euch geht. Ist echt so. Oh Mann, nice. Echt nice, dass alles funktioniert. Ja, jetzt bräuchte ich halt echt einfach den Umschalter, das nervt schon. Aber ich bin froh, dass es morgen da ist. Soll morgen zugestellt werden, dann werde ich es gleich einrichten. Sehr gut. So, das war eigentlich nur ein Teststream. Ich habe eigentlich gar nicht geplant, heute zu streamen. Mir war es wichtig, dass erstmal alles läuft ohne Probleme, ohne Abbrüche, und das hat ja sehr gut funktioniert.
Was ich jetzt noch hinbekommen sollte, und das wird erst morgen vermutlich funktionieren, wenn ich Tastatur, Maus und Mikrofon und Kopfhörer. Das sind genau vier und ich habe ja vier Hubs morgen auf diesem Gerät, oder? Ey, ich hoffe, ich habe keinen Scheiß bestellt. Doch, das sind vier, genau. Dann habe ich Mikrofon, genau, mein Headset, Maus, Tastatur, Steckplätze und zwei Ausgänge, zwei PCs. Dann habe ich alles auf beiden Rechnern und kann auch GTA 5 endlich streamen ohne Probleme. Denn wenn ich habe gemerkt, wenn ich habe GTA 5 auf dem Gaming-PC logischerweise, und wenn der Sound nicht auf dem Gaming-PC ist, dann geht's nicht. Dann komme ich nicht in den Server rein. Weil man mit TeamSpeak, Salty Chat verbunden sein muss, logischerweise, und Discord, um überhaupt GTA RP zocken zu können, logisch. Und dann würde nämlich das alles funktionieren. Hoffentlich. Und es wäre halt geil, wenn wir morgen ein bisschen GTA RP wieder zocken. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich machen muss oder soll, weil ich keine Sau kenne. Aber egal, wir gehen trotzdem mal rein. Vielleicht lernen wir ja Leute kennen. Genau. Aber ich bin auch froh, ja, vor allem, wie das alles geklappt hat. Morgen werde ich auf jeden Fall streamen, ist ganz klar. Ich freue mich schon auch mega. Ja, heute werde ich noch ein bisschen rumprobieren. An den Einstellungen mache ich gar nichts mehr bei OBS. Das ist jetzt okay, weil, glaubt mir, bis ich das soweit hatte, das war echt eine Qual. Sehr gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Fabi, wäre cool, wenn du morgen auch dabei bist. Ich versuche auch morgen wirklich lange zu streamen, ey. Hab echt mal richtig Bock drauf wieder. Einfach die Games mal durchballern. Und den Stream ein bisschen ausreizen. Very nice. Dann würde ich sagen, hey, ja, haut rein. Bis demnächst. Teststream vorbei. Alles hat geklappt. Morgen werde ich vielleicht nicht dabei sein, da meine Mama ihren Geburtstag feiert. Ja, sagst du alles Gute von Mayday 578. genau, wenn du Zeit findest, komm einfach vorbei, schau einfach vorbei. Wir freuen uns immer. Also Fabi, haut rein, mach's gut. Bye bye.